Dankeschön. Oh, das ist super. Jetzt darf ich mir die Sachen nehmen, ne? Super cool. Das ist super. Was haben wir noch so offen? Warte mal. Diamond City. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt zu ihm erstmal wieder ins Polizeirevier, zu unserem Danse. Danse. Oh, was? Robco Fun. Mit Alligator. Pitfall. Free Holotape in this issue. 40 Dollar für so ein verkacktes Ding hier. Dein Ernst? 40 Dollar! Das kostet ja. Das kostet ja gut voll und kostet wesentlich mehr als 40 Dollar. Das ist auch kein Ziviltäuschwiss. Aber es ist es definitiv wert. Definitiv. Wie ihr seht, es macht übelst Spaß. So viele kleine Nebenmissionen, so viele kleine Details einfach. Oh, I love it. I love it. Solange du geduckt bist, ist der Schleichmodus aktiviert und deine Präzision erhöht. Meine Präzision ist erhöht, sobald ich schleiche. Mhm. I like that. Ich bin aber kein Schleicher, es tut mir leid. Ich bin Draufgänger. Ich knalle Leute ab. Die müssen da ja was echt Wertvolles verstecken. Ja, Valentine, ich weiß. So, gucken. Was bei denen so abgeht. Was die mir noch so geben können an Mission. Und wir müssen mal zu Preston. Das erzähle ich schon seit bestimmt einer halben Stunde. Na gut, dreiviertel Stunde vielleicht. Dass wir zu Preston müssen. Beziehungsweise es gut wäre, wenn wir zu Preston gehen würden. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich habe das nicht allein geschafft. Halen. Dance. Gut, du bist zurück. Halen, Reese. Begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Sie ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat sie das Zeug dazu, eine der Besten zu werden. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Ich hatte keine Lust mehr, allein durch die Gegend zu ziehen. Schade. Ich hatte mich mit dem Gedanken, dass du verschwindest, schon angefreundet. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Wirst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei ArcJet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Oho. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Ritter. Sie weiß doch nicht mal, was das heißt, Helen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Hm. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pridwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay. Ich gehe aber erstmal nach draußen, wenn das in Ordnung ist. Lass mich raus. Nicht blocken, bitte. Wo ist die Tür? Wo geht's raus? Wo ist der Ausgang? Hier. Okay. Klingt nicht schlecht. Wir müssen aber auch irgendwann nochmal in dieses lustige Schiff in der Stadt gehen. Oh, so viel zu tun. Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich werde jetzt erstmal zu Sanctuary gehen. Denke ich. Ja, Sanctuary. Und dann gucken, was so abgeht. Wieso das? Doch, ich glaube, das ist so. So, dann gehen wir mal nach Sanctuary. Wegen Priston.
Echt, wir haben schon 10 Leute. Warum sind die nicht zufrieden? Das wüsste ich ja immer, warum die nicht zufrieden sind. Alter, ihr habt genug Schutz, ihr habt genug zu fressen, ihr habt genug Betten. Nee, das kann sein, dass nicht genug Betten da sind. Aber die kann ich ja doch hinbauen. Ja, dann soll es jetzt nicht scheitern. Oh, 10 Leute, Alter. 10 Leute gucken da rum. Hör mal auf. Da laufen echt 10 Leute rum. Nicht schlecht, auch Specht. Nicht schlecht. Oh, das ist ein schöner Generator, ne? Ich meine, der steht bei mir auch rum, aber der macht tierischen Charakter-Scheiße. Da sind die größeren dann besser. Aber die kannst du halt nicht sofort bauen. Sei du, so ein bisschen. So. Jetzt mal ohne Spaß. Oh, fuck. Oh, hä? Mag mir jemand verraten, wie ich das Licht angemacht habe? Das ist so skurril, dieses Spiel. What I don't understand. Preston. General? Wir müssen mal quatschen, Kerl. Was jetzt? Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Ah, okay. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Okay. Klingt noch lang. Entschuldigung. Ich wollte doch nur V drücken. Ist das C? Nein. Ich drück mal F5, bevor ich irgendwas falsches mache. Alter, wie habe ich das Licht angemacht? Halt doch jetzt auf. So, na gut. Warte mal. Erstmal vordrücken. Wo ist euer Problem? Moral. Sie geht nach oben. Warum sollte es nach unten gehen? Aber weil einer weg ist. Hä? Also ich hab... Achso, ich hab doch eine Kuh da noch. Ready. Alter, ihr habt genug Betten. Und so, ihr sollt mal nicht rumholen, ehrlich. Dann knall ich hier halt noch ein paar Betten hin. Ist mir ojoll. Herrlich. Sie haben genug Betten. Aufs Schilder ausruhen. Bin voll nett zu euch. Jetzt weiß ich, wie ich die Scheiße dann ausmachen kann. Preston! Wo ist er? Hat er sich hingepackt? Nee, doch. Research, McCurry. Na, dann packe ich mich auch mal kurz hin. Für 3 Stündchen. Ich denke, das passt. Bin schön ausgeruht. Und dann. Warum? Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Was? Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Was ist denn so wichtig? Ich will nur ein bisschen handeln. Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Sehr einfach sehen. Bist du bereit aufzubrechen? Worauf du wetten kannst. Los, gehen wir. Mit solchen Leuten treibst du dich jetzt also rum? Ja. Und wer könnte es ihr verübeln? Ach, Valentine, du bist ein ganz schöner Stinker. Ich brauche aber Preston. Immer noch. Hat jemand Preston gesehen? Preston? Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Preston! Wie gut, dass bald die Sonne aufgeht. Ich stolpere nicht gern durch die Dunkelheit. Gehen du die sprichst aus? Und ich hör zu. Willst du mich verarschen, Alter? Hier sind überall Lampen an. Was heult denn ihr so rum? Wollt ihr echt noch Licht auf den Straßen haben? Ihr seid ganz schön pingelig, Leute. Wo ist denn der Preston, wenn man ihn braucht? Mal ohne Spaß. Ich habe euch hier überall Lämpchen reingepackt. Das ist mir nicht gutes Zeug. Seid so undankbar, ihr Volk. Preston. I am in search of the Preston. 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 Halt, stopp. Nein. Nein, du sollst nicht am Mais rumfummeln. Preston.
Was jetzt? Scheint wirklich was zu werden. Also, Preston. Brauchst du was? Ja. Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Entschuldigung. Kann ich was für dich tun? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst... Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Na klar, General. Ich mache mich dann mal auf den Heimweg. Viel Glück. Na, du bleibst in Sanctuary. Ich speichere mal kurz. Aufgepasst. Schieß los. Hey. Läuft zwischen uns alles gut? Du bist jemand, dem die Minutemen folgen werden. Du spornst ja sogar mich an. Das ist schön. Was hast du auf dem Herzen? Wenn uns der alte Joe Becker jetzt sehen könnte, wäre er verdammt stolz. Unser Verhältnis zueinander, was denkst du darüber? Es fühlt sich gut an, Leuten zu helfen, etwas zu bewirken. Das Commonwealth steht in deiner Schuld. Das ist wunderbärchen. So, okay, ja, vergiss es. Ist schon gut. Okay. Okay, kein Problem. Alles gut. Okay. Lelelele. Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, Pizzeria wäre bestimmt nicht schlecht. College Square. Ich möchte gerne nochmal nach... Nach Good Neighbor gehen. Vielleicht möchte ja... Oh Gott, der wollte gerade verstehen. Ich hab... Oh nein, ich unterbreche die Leute immer. Das ist schrecklich, oder? Es tut mir leid. Aber die quasseln auch immer, wenn ich gerade am Überlegen bin, wo ich hingehe. Die sind voll taktlos, ja? Sind selber schuld, wenn ich ihnen nicht zuhöre. Mann, Mann, Mann. Ehrlich. Rostiges Volk. Das ist eine schöne Waffe. Kommen wir jetzt ohnehin ein gefährlicher Ort. Doch hier weiter mal nach Süden reisen. Oh, umso gefährlicher wird es. Na gut zu wissen. Ich bin da unten schon rumgeguckt. Es war nicht schön da unten. Preston Garvey, richtig? Ihr seid echt die Besten. Kämpft weiter für die gute Sache, okay? Danke. Gut zu wissen. Nicht vergessen. Unterstützt eure Minutemen vor Ort. Du bist einer von den Guten. Vergiss das nicht. Hier, nimm das. Ah, ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Der kriegt immer Zeug geschenkt, der Junge. Der ist voll lucky. Netter Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den auf. Lady, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Oh Mann, du gehörst doch nicht zu diesen Diamond City-Typen, oder? Nicht unbedingt, nein. Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Ja, vielleicht später. Ich überlege es mir mal. Du schaust nur mal, ja? Ich schaue nur mal, ja, und ich werde diese nette Polizei-Sonnenbrille jetzt doch mal abnehmen. Hey. Wer will denn immer was von mir? Lass mich schon mal nach Hause. Lass dich nicht unterkriegen, Schwester. Ja, Bruder, ich bin voll hart dabei. What the hell? Aber die reden da offenbar so. So, wo ist denn mein... Alter, ich hab... Im Hotel Rexford gibt's Zimmer, falls du was Bequemeres als einen Schlafsack auf dem Boden haben willst. Danke, ich hab ein Bett zu Hause. Hancock hat hier in Good Neighbor das Sagen. Ist der richtige Mann... Hey, Hancock. Schieß los. Und brutal. Du bist schon eine Hottie. Ich weiß nicht. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu... Ja, Kinders, alles wird gut. So, Aufgaben... Suche nach anderen Notsignalen. Nee. Gucken wir mal. Geh zur Stadtbibliothek. Finde Virgil. Trifft den Kapitän. Trifft den Kapitän. Unterstütze das Erkundungsteam der Bruderschaft. Stern des Schatten, melde dich bei Paladin Dance. Zu halten. Okay, ne? Merk dir das. Ja, ich muss nur wieder raus. Ich muss zu den Leuten hier. Zu unseren. Ich wüsste gerne mal, was der Preston von denen hält. Ich meine, die sind ja schon gut. Denke ich mal.
Ich denke mal, die sind gut. Also, gut. Im Sinne von, wir helfen Menschen und so. Oder helfen die wirklich Menschen? Wo ist denn hier das Kackding? Ach, hier oben. Polizeirevier, bitte. Yes. Das würde mich echt interessieren, was der von denen hält. Weil, naja, es ist halt... Ne? Die sind halt schon... Also ich meine, ich weiß nicht, was deren Mission so richtig ist. Also was die letztendlich machen. Ich meine, die patrouillieren zumindest und halten Gegenden sicher. Und kämpfen gegen Monsters. Und Supermutanten. Supermutanten. Ich weiß nicht, also... Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, ob die jetzt gut oder böse sind. Ich glaube, sie sind gut. Ich denke, sie sind gut. Gucken, was Preston von denen hält. Daran erkennt man es dann wahrscheinlich. Weil der ist ja so der Gutsmensch schlechthin. Der ist ja nur, oh, wir müssen allen helfen und allen, absolut allen helfen. Auch denen, die böse sind, denen helfen wir auch. Kein Problem. So. Kein Problem. Ja. Schau dir die Brandflecken an. Die haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den... Ja. Wer ist denn Pridwin? Hulifax Pridwin? Hab ich da wieder nicht aufgepasst. Ach, Kitty. Ja, reden wir jetzt mit Baladin, also mit Danz, oder mit den Leuten? Ich weiß nicht, ich glaube, wir reden mit beiden mal. Und fragen mal, was sie so wollen. Oder? Klingt nach dem Plan. Ey. Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Bitte was? Jetzt mach mal halblang. Dir kann ich es ja gar nicht recht machen. Recht machen? Darum geht es hier gar nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was du hier willst. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Die Bruderschaft könnte meine beste Chance sein, meinen Sohn zu finden. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Grund. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag? Du Held. Da drin könnte sich alles Mögliche verbergen. Bereit. Dann hör zu. Ob es dir gefällt oder nicht, eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Aye, aye, Captain. Wie sieht's hier aus? Gelehrte. Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Selbstverständlich. Endlich sehen. Ich krieg das schon hin. Tatsächlich? Wäre das erste Mal, dass das jemand schafft. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Rice mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Rice machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Yes. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig.
denn keine Drecksäcke, die du gerade jagen solltest? Wo ist denn der Garstige? Riz, du sollst dich nicht hinflanken. Steh hier nicht dumm rum. Abmarsch. Du bist ganz schön. Paladin Dance. Bist du bereit, dich auf das Schiff zu begeben? Ach. Ja. Ich habe noch nie sowas Beeindruckendes gesehen. Das haut einen echt um, oder? Wir nennen sie die Pritman. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Ich schätze, ältester Maxon will nicht unbedingt auf Diplomatie setzen. Ich hoffe nur, dass der Rest des Commonwealths dabei nicht unter die Räder kommt. Was denn? Hast du Probleme damit, die Tür einzutreten? Keine Sorge, du wirst dich mit der Zeit schon an unsere Taktiken gewöhnen. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pritman jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Oh. Was ist denn ein... Darf ich jetzt? Oh, ich darf jetzt mit dem so Ding fliegen, echt? Voll cool. Ja. Ich frage mich, wie groß der Typ ist, wenn der nicht in seinem Anzug drin ist. Aber ich stehe auf große Männer. Kann ruhig in den Anzug drin bleiben. Solange die wichtigen Sachen frei sind. Oh Gott. Kitty, ist es zu spät. Hör auf mit so Scheiß. Ich möchte raus. Jetzt geht's. Da stand der Typ schon vor der Tür und hat mich nicht rausgelassen. So ein grausiger Typ. Ich möchte jetzt mit dem Ding fliegen. Oh, das wird bestimmt voll cool. Darf ich echt mit so einem Ding fliegen? Also ich nicht selber, aber ich kann mitfliegen. I love that.